Stirb. Stirb. Stirb, du Arschloch. Boah, das war knapp. Mann, ich habe mein Haus einfach zerstört. Was bin ich für eine dumme Missgeburt? Jojo und willkommen hier zu einer neuen Folge Galaxy. Und heute mal wieder alleine, ohne den Kunga. Die letzte Folge war ja mit dem Kunga. Und weil die ein bisschen über dem Zeitrahmen war, mache ich die heutige mal etwas kürzer. Ich hoffe, ihr könnt mich da entschuldigen. Sagt man das so? Keine Ahnung, ob man das so sagt. Und ja, was ich heute vorhabe, ich möchte am Keller bauen. Und bevor ich ein bisschen weiter rede, heute Abend um 18 Uhr, es sollte heute Abend sein. Heute um 18 Uhr kommt ein wichtiges Informationsvideo bezüglich der Gamescom und des Video Days. Also seid auf jeden Fall bereit, da vorbeizugucken. 18 Uhr, dann sollte es auf jeden Fall kommen. Aber so viel dazu, ich wollte ja meinen Keller bauen und den würde ich gerne hier anfangen. Und viele Leute haben mir geschrieben, ja, mach einen Keller, gute Idee, bla bla. Werde ich jetzt machen, aber erstmal muss ich hier das alles wegreißen. Und ich merke mal wieder, es leckt wieder so super merkwürdig. Aber das bringt mich nicht ab. Ich werde trotzdem hier weiterbauen und ich fange erstmal damit an, hier mit Microblocks ein bisschen vorzulegen. Und ich schaue mal, wie ich das am besten hinkriege. Habe ich meine Säge? Die ist, glaube ich, in meinem Knapsack, wenn ich das richtig sehe. Der Knapsack ist immer noch ein bisschen buggy. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie beheben kann oder sowas. Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn das überhaupt geht. Weil irgendwie muss ich den jedes Mal an- und ausziehen, bis der überhaupt in meinem Inventar erscheint. Super komische Sache. So. Darf ich mal bitte... Hallo. Diese Microblocks sind super komisch manchmal. So, das sollte stimmen. Und dann mache ich auf jeden Fall einfach mal so hier. So. Das hier nehme ich am besten mal raus, weil das ist ja Boden. Was bedeutet, dass da auf jeden Fall mal kein Cobblestone sein sollte. So. Hä? Bin ich doof, Alter? Was ist los? Serverlag oder was? Crazy. Das war jetzt ein bisschen... Das war jetzt aber echt merkwürdig. Habt ihr das gesehen? Oder habe ich mir das gerade eingebildet? Hm. Okay, wie mache ich das jetzt hier? Ich würde gerne diese Ecke hier füllen, aber ich glaube, dafür muss ich mir nochmal die ein bisschen kleiner hier schneiden. Ah ja, okay, perfekt, so geht's. Ja, okay, das sieht auf jeden Fall schon mal nett aus. Dann gucke ich nochmal, ob ich hier noch so ein bisschen Detail reinbringen kann. So, hier vielleicht. Ich würde hier so gerne so ein bisschen Detail ranbringen, aber irgendwie ist das super schwer. Aber ich glaube, das könnte funktionieren. Nicht so, sondern so. So, und dann... Hier ist ja schon so eine Stange, deswegen haben wir hier so ein bisschen Symmetrie geschaffen. So halbwegs zumindest. Ich würde hier nämlich noch gerne nochmal... einmal noch, bitte. So. Und dann sollte hier eigentlich so ein bisschen Symmetrie geschaffen sein. Hoffe ich einfach mal. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Okay. Dann werde ich nämlich jetzt einfach mal hier mich durchbuddeln. Hier einmal meinen Excavator, wenn wir schon dabei sind. Zip. Okay, und dann... auch einmal den guten Herren. Und dann nehme ich mir diesen Kack hier einfach mal so weg. Ich werde das dann von außen am besten terraformen müssen, weil, wie ihr seht, ich breche mich hier schon ordentlich nach außen. Hat gerade mein Excavator den Stein zerstört? Oder bin ich behindert? Das gucke ich mir jetzt mal an. Moment, das teste ich mal eben. Okay, das war natürlich doof. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob der auch den Stein mitbricht, weil irgendwie... WTF, okay. Also das heißt, ich kann doch eigentlich... Lol, so kann ich ja das System austricksen. Was ist los? Krass. Oh, und hier hier geht's dann schon in mein Kistensystem. Gut, da muss ich dann gucken, wie ich das am besten mache. Ich glaube aber, das dürfte kein Problem sein. Denn wir sind ja die Microblock-Meister, wie ihr wisst. Und deswegen sollten wir das relativ easy hinbekommen. Ja. Ich glaube, das sollte kein Ding sein. Meine Schaufel, bitte. Danke sehr. Und dann werde ich mich einfach mal hier so straight nach unten brechen. Wow, Alter. Was gibt das? Gibt das Concrete? Gibt's also, wenn man... Concrete ist das? Ist das... Das gibt's also, wenn man Gravel in den Ofen tut, scheinbar. Gut zu wissen. Da habe ich auch mal wieder was dazugelernt. So, aber erstmal brechen wir uns hier ein bisschen weiter nach unten. Ich hoffe mal, dass wir hier gut dran vorbeikommen. Normalerweise sollten wir das easy hinbekommen, also sollte eigentlich kein Problem sein. Hab jetzt gedacht, da wäre Lava. Alter, habe ich mich erschreckt. So. Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. So sollte es funktionieren. Und dann... So, denke ich mal. So.
Muss ich dann gucken, wie ich das hier mache. Hier werde ich dann einfach mit Microblocks irgendwie das zumachen. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Und dann, ja genau, hier einfach mit Microblocks. Schaue ich mal, wie ich das gleich mache. So, und dann geht es hier auch noch weiter runter. Ich versuche das erstmal relativ tief zu machen. Und damit ich nämlich hier gut unter dem Boden bin und auch genug Platz zum Bauen habe. Und die Frage ist jetzt natürlich, was mache ich da unten und wie baue ich das aus? Ich habe ja in der letzten Folge gesehen, der Kunga hat mir ein bisschen was mit Factory-Blöcken und sowas gezeigt, die ich vorher auch noch gar nicht so kannte. Vielleicht mache ich ja auch mal irgendwie da unten sowas, was Spark gemacht hat, nur irgendwas halt anders. Ich möchte jetzt nicht Spark nachmachen, weil sonst weinen wieder ein paar Leute los. Aber ich würde gerne so eine Art Labor machen. Spark hat da was richtig, richtig Cooles gebaut, wo ich schon gedacht habe, oh, mein alter Herr, der hat aber gut was drauf. Der hat nämlich so einen Portalraum gemacht. Und das sieht alles so ein bisschen Stargate-mäßig aus. Also ist schon super witzig, wie er das alles gemacht hat. Und ich würde super gerne hier unten auch irgendwas in der Art machen. Und hier jetzt einen Raum auszuheben, ist ja jetzt nicht so das Ding. Also es sollte gerade mit einem Hammer relativ easy sein. Ich muss nur erstmal wieder kurz hoch und mir ein bisschen Zeug holen. Und hier am besten das hier zubauen. Weil das kann echt ein bisschen ungesund werden, wenn hier dann Creeper vorbeikommen und mir meinen Butt wegsprengen. Kann ich mal bitte hier durch? Danke. Wunderbar. Dirt. Alter, habe ich viel Dirt. Nehme ich doch einfach mal einen Stack. Warum denn nicht? Hier, Summit. Und vielen Dank. So, und dann kann ich das am besten mal von außen hier ein bisschen terraformen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es laggt die ganze Zeit so ein ganz, ganz kleines bisschen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr neues Feeling für mich. Mit diesem Gelegge. Hust. Nee, kommt also öfters vor. Ich weiß nur manchmal nicht, woran das liegt. So. Das wollen wir natürlich nicht so haben. Das wäre ja natürlich suboptimal, wenn das so geterraformt wäre. Also am besten so, lieber Felix. So. Dann muss ich aber hier noch ein bisschen was machen, weil das sieht alles ein bisschen gerade aus. So. Und nochmal hier so. Wunderschön. Okay. Oh, da haben wir nämlich schon den ersten Creeper. Das wäre nämlich, der wäre nämlich sehr wahrscheinlich reingelaufen, wenn wir das nämlich offen gelassen hätten. Aber gut, dass wir so klug sind. So, und dann direkt mal wieder hier rein. Wunderschön. Und dann werde ich auch mal von innen hier am besten alles auskleiden mit dem guten Holz hier. Habe ich denn vielleicht noch ganz, ganz normale Logs? Wäre ja relativ schön. Normale Logs. Habe ich? Logs? Habe ich nicht. Habe ich Wood? Oh ja, außerordentlich viel auf jeden Fall. Gut, dann werde ich am besten direkt mal nach draußen gehen und ein bisschen was holen mit meiner wunderschönen Lumber-Axe. Wir sind jetzt gerade bei 8 Minuten. Sollte auf jeden Fall funktionieren. Da werde ich, glaube ich, noch ein bisschen was zusammenkriegen. Ein bisschen. Vielen Dank. Und dich nehmen wir auch mal mit und dich erst recht. Ist das da unten der Kingslime? Wäre natürlich jetzt super cool, wenn das jetzt der Kingslime wäre. Den würde ich nämlich dann direkt umnocken. Den Hund. Bist du ein Kingslime? Bist du scheinbar nicht. Okay, schade. Er hat schon gedacht, das wäre so ein cooler Slime. Weil der Kingslime, der droppt nämlich so richtig krassen Loot. Also so ein gelbes Herz oder sowas. Und den hätte ich nämlich gerne gehabt. Also ich glaube, der droppt ein gelbes Herz. Ich will mich da jetzt nicht irren. Aber ich glaube, das war ein gelbes Herz. Aus der Erinnerung heraus. So, und das sollte erstmal an Holz reichen, glaube ich. Dann gehe ich direkt mal hier wieder zurück. Und von außen sieht man auch nicht, dass da ein guter Keller ist, was auch sehr, sehr schön ist. Und hier kann man auch weiterhin trotz des Hügels gut rausgucken. Ja, ein bisschen werde ich da, glaube ich, noch ein bisschen dran terraformen, damit das noch ein bisschen besser aussieht. Aber für den Anfang ist das noch ganz okay. Schauen wir mal, wie ich das hier mache. Also das hier muss ja auf jeden Fall zu, das ist gar keine Frage. Zack, 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 zack. Und hier muss auch noch was hin. Und dann kommt hier der erste Problempunkt, aber ich glaube, das sollte nicht zu schwer sein. Also so. Und ich möchte gerne das Holz hier haben, aber da oben noch das hier. Deswegen mache ich einfach mal so. Oh, ich glaube, ich habe das sogar falsch gemacht. Daran. So sollte es sein. Geh ran. So. Und dann sollte ich auf jeden Fall... so. Genau. Und dann nochmal so. Und dann kann ich das auf jeden Fall von den Seiten hier abdecken. Hab nämlich eigentlich... Oh, das sieht so komisch aus. Ich will eigentlich, dass es von innen aussieht, als wäre der Holz. Aber ich glaube, da kann ich auch einmal drauf verzichten. Weil dann sieht es nämlich hier ein bisschen schöner aus. So. Und das hier kann auch weg. Wunderbar.
Da sieht man auf jeden Fall nicht, dass da das Kistensystem ist. Was auf jeden Fall auch gewollt ist. So, das hier kommt auch nochmal so. Wunderschön. Dann kann ich nämlich das hier nach da ziehen. Und dann hier auch noch so durch. Und das hier muss auf jeden Fall noch ausgekleidet werden. Ich weiß nicht. Das darf auf keinen Fall offen sein. Da werde ich auf jeden Fall. Oder, ich glaube, ich mache es mir ganz, ganz einfach. Moment. Gimme. Gimme, gimme, gimme. Oh nein, oh nein. Ich Dummkopf. Ich bin so ein... Junge, ich will mich gerade am liebsten erschießen, ey. Sind hier Creeper? Ja, sind Creeper. Stirb. Stirb. Stirb, du Arschloch. Boah, das war knapp. Mann, ich habe mein Haus einfach zerstört. Was bin ich für eine dumme Missgeburt? Mein Gott, das regt mich wieder auf, ey. Los, stirb. Du bist schuld, dass alles kaputt ist. Mein Leben ist zerstört und hat keinen Sinn mehr. Oh, noch schlimmer, ey. Komm schon. Funktioniere doch bitte einmal. Nicht mit Dirt, Felix. Ach, so. Okay, wunderbar. Und du Hurensohn. Stirb! Danke. Und dann möchte ich gerne wieder hier rein. Alter Schwede. Bitte geh zu. Und Felix, passier dir bitte. Mir soll das auf jeden Fall nicht mehr passieren. Das wollte ich damit gesagt haben. Das mache ich hier am besten mal so. Weil da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu lazy für. So. Da brauche ich auf jeden Fall noch mehr. So. Und dann. So, maybe. Richtig. Und nochmal so und nochmal. So, jetzt habe ich erstmal genug von denen hier. Zack, zack. Und hier nochmal. Das sieht jetzt alles so ein bisschen bedrängt aus, wenn man hier reinkommt, weil die Decke ist ja dann relativ tief. Relativ tief. Das sind immer so Sätze, wo ich mich selber wundere, was erzähle ich da eigentlich den ganzen Tag. Nee, also die Decke ist ja ein bisschen tiefer als sonst, deswegen kommt das hier vielleicht ein bisschen bedrückt vor, aber vielleicht ist das sogar gut, weil wenn man in den Keller kommt, dann soll es ja auch ein bisschen beengter aussehen, ist ja schließlich ein Keller und ein Keller ist ja nicht immer so, so geräumig, wenn man es so ausdrücken darf, deswegen passt das, glaube ich, relativ gut. So, aber hier muss erstmal ein bisschen, müssen erstmal ein paar Cobblestone-Dinger hin, so. Zack, zack. Dann sieht das hier auch richtig aus. Und es ist nur die Frage, wie ich das hier weiterführe. Ich glaube... Gute Frage, wie ich das jetzt hier mache. Ich glaube, ich führe das einfach mal. Ich glaube, hier muss ja kein Cobblestone hin. Genau, da muss kein Cobblestone hin. Das heißt, ich kann ja theoretisch den Cobblestone hier... Ist das hier offen? Genau, den kann ich hier weiterführen. So. Und kann dann einfach halt hier dann dafür so machen. Das sollte passen. Wunderschön. Und dann einmal hier die Torch weg und dann den hier machen. So, bis dahin sollte es auf jeden Fall passen. Und dann halt hier noch zack, zack, zack und zack und zack. So. Dann war es das auf jeden Fall für heute. Ist eine bisschen kürzere Folge, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Morgen kommt dann auch wieder eine Folge mit einer normalen Länge. Aber die musste heute länger sein, weil die gestrige war ein bisschen zu lang und ich will mich dann auch an Regeln halten. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Wertung da. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt für den Keller, schreibt es mir in die Kommentare. Guckt auf jeden Fall heute um 18 Uhr auf meinem Kanal vorbei, weil da gibt es nämlich dann ein Video mit sehr, sehr wichtigen Infos über den Video Day. Und ja, lasst doch mal ein Like da. Vielleicht, wir machen heute mal ein kleines Spiel. Vielleicht schaffen wir es ja heute für diese etwas kürzere Folge. Dafür, dass es morgen eine längere gibt. Vielleicht schaffen wir heute einfach mal 3000 Likes oder so, was weiß ich. Haben wir nämlich in letzter Zeit schon lange nicht mehr geschafft. Also ich möchte einfach mal, dass ihr euch heute mal wieder beweist. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!